19, den ich hiermit aufrufe. Das ist der Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Trendwende zur Eigentümernation in Deutschland einleiten für einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Dann bitte ich, rasch Platz zu nehmen. Eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Katja Hessel zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum wohnen in den meisten europäischen Ländern mehr Menschen in den eigenen vier Wänden als bei uns in Deutschland? Warum ist Deutschland innerhalb der EU das Schlusslicht bei der Wohnungseigentumsquote? Sicherlich doch nicht deshalb, weil bei uns die Menschen hier viel lieber zur Miete wohnen, sondern weil es ihnen unsere europäischen Nachbarstaaten viel einfacher machen, Wohnungseigentum zu erwerben. So beträgt die Wohnungseigentumsquote in Frankreich knapp 58%, in Großbritannien 64% und in Italien gar 72%. In Deutschland liegt sie nach einer Studie von 2016 bei lediglich 45%. Bei uns werden also offensichtlich Hürden aufgebaut, die es den Bürgerinnen und Bürgern erschweren, in ihrer eigenen Immobilie zu leben. Eine der größten Hürden ist hierbei die Höhe der Erwerbsnebenkosten und hier vor allem die der Grunderwerbsteuer. Gerade junge Familien mit mittleren und kleineren Einkommen bleibt es oft verwehrt, Eigentum zu bilden. Laut einer Studie ist die Wohnungseigentumsquote in der Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen von 1998 von 23% auf 15,8% im Jahr 2013 gesunken. Dafür ist allerdings das Aufkommen bei der Grunderwerbsteuer seit 2005 von rund 4,7 Milliarden auf 12,4 Milliarden Euro in 2016 gestiegen. Das ist mehr als das 2,5-fache. Hier, liebe Kollegen, läuft nicht nur etwas in die falsche Richtung, hier läuft etwas gewaltig schief. Es kann nicht sein, dass der Erwerb von Eigentum für viele unmöglich gemacht wird, während die Bundesländer hierbei auch noch ordentlich abkassieren. Denn eigentlich müsste es den Menschen ja angesichts der niedrigen Zinsen leichter fallen, Eigentum zu bilden. Das ist aber gerade nicht der Fall. Denn neben den Baukosten sind eben auch die Kaufnebenkosten seit Jahren gestiegen. Gerade die in einigen Ländern in wenigen Jahren verdoppelte Grunderwerbsteuer ist eine große Belastung für die Finanzierung des Eigenheims. Vor allem, weil sie aus dem Eigenkapital bezahlt werden muss und dann auch noch sofort zur Zahlung fällig ist. Durch diesen hohen Eigenkapitalbedarf werden gerade junge Familien und einkommensschwache Haushalte von der Eigentumsbildung ausgeschlossen. Eigentum darf aber kein Luxus sein, sondern muss für möglichst viele Menschen endlich Normalität werden. Denn Eigentum ist die Basis für Wohlstand und Wohneigentum ist außerdem ein wichtiger Beitrag zur Altersvorsorge und zur sozialen Sicherheit. Deshalb wollen wir Freie Demokraten die Trendwende zur Eigentümernation einleiten und in einem ersten Schritt einen Freibetrag der Grundsteuer bis 500.000 Euro einführen. Damit die Menschen eben nicht nur vom Eigenheim träumen, sondern ihn auch verwirklichen können. Und zwar, wenn sie wollen und wann sie wollen. Der Freibetrag soll als Lebensfreibetrag ausgestaltet werden, denn dann haben die Menschen die Freiheit, selbst zu bestimmen, ob sie ihn auf einmal oder nach und nach verbrauchen, eben je nach ihrer individuellen Lebensplanung. Die Große Koalition will durch das Baukindergeld die Eigentumsquote steigern. Laut einer aktuellen Studie des Pestel-Instituts ist das Baukindergeld dafür aber ungeeignet, da es nur die anspricht, die eh schon den Erwerb von Wohneigentum anstreben. Es verpufft also nahezu wirkungslos. Es ist eher eine Art Familienförderung, aber kein Schritt in die Richtung einer Eigentümernation. Und außerdem, liebe Kolleginnen und Kollegen, es darf doch jeder selber entscheiden, ob er erst ein Nest baut und dann in die Familienplanung geht oder ob er das umgekehrt machen will. Wir halten deshalb den Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer deshalb für wesentlich effektiver und nachhaltiger.
Und diese Einsicht gibt es auch bei der Bundesregierung. Auf eine Antwort in der Kleinen Anfrage der Grünen steht, Erwerbsnebenkosten, zu denen auch die Grunderwerbsteuer zählt, erschweren den Erwerb von Wohneigentum. Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer können Familien den Erwerb von Wohneigentum erleichtern. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, Sie haben einen entsprechenden Prüfauftrag in Ihrem Koalitionsvertrag. Geben Sie sich einen Ruck, stimmen Sie am Ende der Beratungen unserem Antrag zu. Wir haben hier als Service-Opposition schon mal vorbearbeitet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Antje Tillmann, CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Hessel, wir freuen uns sehr, dass Ihnen unser Wahlprogramm und Koalitionsvertrag so gut gefällt, dass Sie nach und nach alle Themen aus diesem Programm abarbeiten. Sie haben begonnen mit Solidaritätszuschlag, mit kalter Progression. Heute greifen Sie unseren Vorschlag zum Freibetrag der Grunderwerbsteuer auf. Das an sich ist erstmal begrüßenswert. Schade nur, dass Sie bei der Regierungsbildung nicht den Mut hatten, mitzugestalten. Da hätten wir es vielleicht zusammen durchsetzen können. Wir sind uns einig, dass Bauen nicht weiter verteuert werden darf. Und Sie haben es dargestellt, auch wir wollen, dass Familien die Möglichkeit haben, in einem Eigenheim zu wohnen. Und da sind die Baunebenkosten mit 15% natürlich ein entscheidender Kostenfaktor. Und diese Baunebenkosten können wir politisch beeinflussen. Wir haben es leider zu Lasten der Kosten getan, durch immer höhere Anforderungen bei Energieeffizienz oder auch Sicherheit. Und die Steigerungen der Grunderwerbsteuer in den Ländern ist ein Kostenfaktor. Aber ich glaube, wir brauchen ein Gesamtkonzept. Denn wir wollen einen gesunden Mix zwischen sozialem Wohnungsbau und Wohneigentum. Wir brauchen einen sozialen Mix zwischen denjenigen, die ein Eigenheim kaufen können, und denen, die angewiesen sind auf eine sozialverträgliche Wohnung. Und deshalb ist das Gesamtpaket, was wir vorlegen, wichtig, und Sie greifen nur einen Aspekt davon raus. Wir sind schon auf einem guten Weg. Auch in der letzten Legislaturperiode haben wir erhebliche Mittel für Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. So 2017 und 2018 1,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau. In Klammern, die Länder haben den leider nicht immer sachgerecht ausgegeben. Aber wir sind trotzdem bereit, diese Mittel 2020 und 2021 sogar auf 2 Milliarden Euro pro Jahr zu steigern. Daneben gibt es KfW-Programme, zum Beispiel 50.000 Euro für selbstgenutzte Immobilien zinsverbilligt. Auch hier eine große Hilfe für Familien, die zu dem Gesamtpaket dazugehören. Und wir wollen dieses Programm ausweiten, indem wir nämlich Bürgschaftsprogramme auflegen, mit denen das Eigenkapital verbürgt werden kann und auch so Familien hilft, Wohnraum zu schaffen. Was kommt in dieser Legislaturperiode dazu? Sie haben das Baukindergeld angesprochen. Und das Baukindergeld wird immer isoliert betrachtet. Natürlich ist das Baukindergeld alleine nicht Möglichkeit zum Erwerb. Aber in der Kombination mit den Eigenkapitalprogrammen der KfW nutzt es selbstverständlich Familien, die sich ansonsten ein Wohneigentum nicht leisten könnte, 10 Jahre lang 1.200 Euro pro Kind. Das ist eine nennenswerte Summe, die das Eigenkapital der Familien unterstützt. Deshalb werden wir daran auch auf jeden Fall festhalten. Dazu kommt die Wohnungsbauprämie. Wir wollen die Wohnungsbauprämie als Teil der Vermögensbildung an die gestiegenen Einkommen anpassen und somit attraktiver für junge Leute machen. Sonder-AFA, befristete Sonderabschreibungen für vermieteten Wohnraum, der soll auch den sozialen Wohnraum ergänzen. Und wir werden die BIMA in die Situation versetzen, Gemeinden und Ländern Grundstücke verbilligt zur Verfügung zu stellen, wenn hierauf sozialer Wohnungsbau passieren soll. Der Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer ist ein Aspekt, der dieses Gesamtpaket vervollständigen soll. Und wir halten es für richtig, dass Familien selbstgenutztes Wohneigentum auch begünstigt von der Grunderwerbsteuer erwerben können. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Ihr Antrag, selbst wenn wir ihn im Deutschen Bundestag annehmen würden, spätestens im Bundesrat scheitern würde, weil die Länder natürlich darauf achten, welche Steuerausfälle bei ihnen ankommen. Und wenn Sie es ernst gemeint hätten mit diesem Antrag, hätten Sie mit den Ländern gesprochen und hätten zu den finanziellen Auswirkungen in Ihrem Antrag irgendwas gesagt. Sie stellen einen Freibetrag von 500.000 Euro ins Fenster und sagen nichts zu den finanziellen Auswirkungen. Das ist unseriös. Da ist uns dieses Projekt wichtiger. Deshalb gehen wir das an.
anders an als Sie. Wir wollen nämlich gemeinsam mit den Ländern auch über die Finanzierung sprechen. Wir haben vereinbart, dass wir die Gegenfinanzierung über die Beendigung missbräuchlicher Steuergeschaltungen bei Share Deals versuchen darzustellen. Und wir wollen uns mit den Ländern zusammen auf den Weg machen, weil dieser Freibetrag uns so wichtig ist, dass wir lieber ein bisschen sorgfältiger arbeiten als Sie, die die Schnelligkeit bevorzugen. Und deshalb unsere Wahrscheinlichkeit auch höher ist, diesen Freibetrag durchzusetzen. Sie haben einen lebenslänglichen Freibetrag ins Fenster gestellt, der dann auch noch über die Lebenszeit angespart werden soll. Das heißt, man kann ihn teilweise in Anspruch nehmen und lassen aber völlig offen, wie das passieren soll. Wir haben dann im Zweifel Daten, 25 bis 30 Jahre aufzuhalten. Und Sie sagen nichts dazu, was passiert, wenn ich länderübergreifend in einem anderen Bundesland den Freibetrag noch mal in Anspruch nehmen möchte. Da ist nämlich völlig offen, ob alle Länder diesen Freibetrag auch tatsächlich gewähren. Unausgegoren, aus meiner Sicht ist dieser Antrag ein reiner Show-Effekt. Uns ist das Projekt so wichtig, dass wir es im Gesamtpaket mit Ihnen in diesem Haus gerne diskutieren möchten und laden Sie dazu ein, dann mit uns gemeinsam dieses Projekt voranzubringen. Vielleicht machen Sie es dann mutiger als bei der Regierungsbildung. Das wäre zu wünschen für die Familien in diesem Land. Danke. Jetzt hat das Wort der Kollege Albrecht Glaser, AfD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Der vorgestern vorgelegte Antrag der FDP beschäftigt sich mit einem naheliegenden steuerrechtlichen Problem, das uralt ist und auch früher schon einmal gelöst war. Der Grunderwerbsteuer als staatliche Verhinderung für Eigentumsbildung breiter Vermögensschichten. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass in Deutschland nur rund 45% der Einwohner Wohneigentum haben, obwohl über zwei Drittel der Menschen mit oberster Priorität dieses Ziel verfolgen, und das seit Jahren und seit Jahrzehnten. Zutreffend wird festgestellt, dass Deutschland damit in der EU das Schlusslicht ist. Nicht erwähnt wird, dass dies einer der Gründe dafür ist, dass etwa die Bürger Griechenlands und Italiens doppelt bzw. dreimal so wohlhabend sind wie die deutschen Bürger. Es wird auch nicht erwähnt, dass die geringe Steuerlast in diesen und vielen anderen Ländern die Ursache für den Wohlstandsvorsprung in diesen Ländern ist gegenüber Deutschland. Was tun? Die FDP kommt zu einer minimalinvasiven Lösung, die nicht unähnlich zu der Lage der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts ist. Bis 2006 betrug die Belastung mit Grunderwerbsteuer bundeseinheitlich 3,5% der Kaufpreise. Dies führte zu einem Aufkommen von 6 Milliarden. Das sind 0,6% der damaligen Gesamteinnahmen und 1,3% der damaligen Steuereinnahmen. 2017 betrug das Aufkommen aus dieser Steuer 13 Milliarden, somit rund 1% der Staatseinnahmen und 1,75% der Steuereinnahmen. Für die Staatseinnahmen also, verehrte Frau Kollegin von der CDU, ein völlig bedeutungsloses Geschehen, dafür jedoch extrem verwaltungsaufwendig. Wieso eine Verdopplung des Aufkommens der Grunderwerbsteuer in 10 Jahren, eine Verdopplung des Steueraufkommens? Dafür gibt es zwei markante Gründe. Erstens die Europolitik der EZB, zweitens die Änderung des Grundgesetzes. Die Nullzinspolitik der EZB hat maßgeblich den Immobilienboom mit Blasencharakter herbeigeführt. Daher die exorbitanten Preissteigerungen aller Immobilien und ergo die Einnahmen der Grunderwerbsteuer. Beteiligung an spekulativen Wertzuwächsen. Der Bundesgesetzgeber hat den Ländern die Kompetenz übertragen, Artikel 105 Absatz 2a, die Steuersätze ab 2,6 selbst festzulegen. Das sollte im Wettbewerb um siedlungswillige Bürger zu einer Absenkung der Steuerlast führen. Das war damals die Idee und wurde so argumentiert. So wenig ein Mops eine Wurst bewacht, so wenig ist die Begehrlichkeit des Fiskus nach Steuern zu zügeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das können Sie hier wieder wunderbar austesten. Alle Länder haben fleißig von ihrer neuen Kompetenz Gebrauch gemacht. Sie haben den Steuersatz erhöht, allein 7 Länder in den letzten Jahren auf 6 und 6,5%, also, meine Damen und Herren, um über 70%. Sie können sich aber vorstellen, außer vielleicht dem Wasserstand bei Hochwasser, was sich noch in diesem Maße geändert hätte.
Nebenbei ist anzumerken, dass etwa in Hessen parallel hierzu, zu der Grunderwerbsteuer, die Grundsteuer um über 50% in den letzten Jahren gestiegen ist. Und wenn eine Stadt wie Berlin einen Grundsteuerhebesatz von über 800%, das als Nebenbemerkung hat, dann ist jede Klage der Politik über hohe Mieten eine Heuchelei. Das nur am Rande. Was hier abläuft, eben nicht nur hier, ist lupenreine Konfiskatorik. Die Summe der öffentlichen Einnahmen, meine Damen und Herren, ist seit 2010 um fast 40% gestiegen. 40%. Das Gleiche gilt für die Steuereinnahmen. Das Bruttoinlandprodukt ist im gleichen Zeitraum um 12% gestiegen. Das Volkseinkommen um gut 20, also etwa halb so hoch wie die Staatseinnahmen, meine Damen und Herren. Hier findet eine jährliche Umverteilung vom Privatsektor auf den Staatssektor statt, meine Damen und Herren, und zwar mit listigen Methoden. Der FDP-Antrag will nun für die Trendwende für die Eigentümergeneration einen Lebensfreibetrag bis zu einem Höchstwert von 500.000 gewähren. Zudem sollen die Länder, so steht das da drin, von den Erhöhungen des Steuersatzes absehen. Das steht da drin. Das Letzte gehört, wie dargestellt, in die Kategorie frommer Wünsche. Mit Politik hat es nichts zu tun. Der Lebensfreibetrag, den gab es in den 70er und 80er Jahren aus genau den gleichen Erwägungen. Für alle, die aus welchen Gründen auch immer häufiger ihren Lebensmittelpunkt wechseln und gerne immer in ihrer eigenen Hütte wohnen, was verständlich ist, ist das eine Gemeinheit. Wer sich also bewegt und umzieht, der muss dann 5-mal im Leben die Grunderwerbsteuer zahlen, weil er, wenn er 6-mal umzieht, 1-mal befreit ist. Das kann keine Lösung sein. Und für alle die, die in Ballungsräumen leben, ist es eine grobe Ungleichbehandlung gegenüber denen, die in der Fläche leben, weil die Immobilien viel teurer sind. Wenn sie mit einem einheitlichen Grundfreibetrag, Steuerfreibetrag arbeiten, ist das natürlich genauso ungerecht. Aus diesen und einigen anderen Gründen wurde bereits in den 70er Jahren die Abschaffung der Grunderwerbsteuer erwogen, ernsthaft erwogen. Es ist höchste Zeit, diesem Gedanken wieder näher zu treten. Das hätte dann etwas von Trendwende, meine Damen und Herren, von der FDP, welche diesen Namen verdient. Die AfD neigt dieser Sichtweise zu, sieht dies allerdings als ein Thema in einem größeren Steuerreformpaket, das auch das Grundsteuerthema, das wir an der Backe haben, mit dem wir uns sehr intensiv befassen sollen, einbeziehen sollte und insgesamt eine nachhaltige Kommunalfinanzierung in den Blick nehmen müsste. Wir fordern Sie alle auf, eine solche wirkliche, kausale, langfristige und seriöse, steuertheoretisch durchdachte Lösung mit uns zu machen. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Bernhard Dahldrup, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, immer wenn ich Herrn Glaser höre, schafft er eine Steuer ab. Dienstag war es die Grundsteuer, heute die Grunderwerbsteuer. Dienstag waren es 14 Milliarden, heute sind es 13 Milliarden. Kann man ja mal so locker machen. Ne? Wir haben es ja. Also irgendwie müssen wir seriös miteinander reden, so geht das nicht. Wenn die FDP mit einem Antrag, bei einem Antrag warnt, dass etwas nicht zum Luxusgut werden sollte, dann werde ich auch hellhörig. Aber ich finde, es geht schon um eine ernsthafte Fragestellung, nämlich wie kann man die Bildung von Wohneigentum, wie kann man die eigentlich erleichtern? Die FDP verfolgt dabei ein, wie soll ich mal sagen, ideologisches Ziel. Sie möchte uns sozusagen zu einer Eigentümernation machen und identifiziert jetzt, wie ist so, man folgt einer Idee, das ist eine Ideologie. Ist immer, wenn Sie was vortragen, ist es... Ja, wenn wir was vorhaben, ist Ideologie. Ja. Ja, Illusionismus auch. Also jedenfalls, Sie identifizieren die Grunderwerbsteuer. Die ist in der Tat auf 13,1 Milliarden deutlich gestiegen. Das ist eben dargestellt worden. Und die Frage lautet, liegt das am Bund? Antwort, nein. Liegt nicht am Bund, denn die Länder entscheiden über die Höhe. Sie kriegen auch das Geld. Kritisiert die FDP das in Wahlkämpfen? Ja, deutlich sogar. Und sagt, runter damit, wenn wir Verantwortung haben. Macht die FDP das da, wo sie Verantwortung hat? Antwort, nein. Das ist komisch, finde ich jedenfalls. Nein, nein, das wäre es auch noch schöner. Aber ist komisch. Aber im vorliegenden Antrag geht es ja um die Freibeträge bei selbstgenutztem Eigentum bei der Grunderwerbsteuer. Das ist schon ein ordentlicher Brocken. Das war nicht immer so, bis 1982 eben gesagt worden, 7%, da wollen wir nicht hinter zurück. Mit jeder Menge Ausnahmen, aber auch fürs Wohneigentum war sie nicht fällig. Dann wurde sie erhöht und dann kam man auf die ganz rasante Idee und hat gesagt, jetzt machen wir mal Länderföderalismus, das senkt die Steuern und das Ergebnis ist, heute ist die Grunderwerbsteuer für die kleinen Leute so hoch wie nie zuvor. Das war
Na, Sie waren immer dabei, meine Damen und Herren. Sie waren immer dabei, bis 82, nach 82 auf der Bundesebene waren Sie dabei. So, stattdessen gibt es heute bei den großen Immobilientransaktionen, Frau Tillmann hat darauf hingewiesen, durch Steuergestaltung, Steuertricks, dass die Grunderwerbsteuer vollständig eingespart wird. Das nennt man Share Deals. Da geht es laut hessischem Finanzministerium um 1 Milliarde jährlich. Daran muss man was tun. Das ist eigentlich eine viel wichtigere Angelegenheit. Jetzt komme ich aber noch mal zum FDP-Antrag von gestern. Da stellen Sie einen Antrag zur Entbürokratisierung im Wohnungsbau und heute legen Sie Bürokratie pur vor auf den Tisch. Noch ist die Grunderwerbsteuer nämlich eine einfache Steuer, das soll auch so bleiben, aber Sie machen daraus ein, um mal Ihre Sprache zu verwenden, Bürokratiemonster. Ja. Die Finanzämter müssen zahlreiche Faktoren abklären. Die Gründe für den Erwerb einer Immobilie, die spätere Nutzung müsste überprüft werden. Gibt es einen Freibetrag bei Mischnutzungen? Ab welchem Grad gibt es die Mischnutzung nicht mehr? Wie ist das beim Freibetrag für natürliche Personen mit einem lebenslang geführten Steuerregister? Wer macht das eigentlich? Wer soll das eigentlich bezahlen? Was passiert, wenn der Freibetrag ausgeschöpft ist? Also viele, viele Fragen. Wie lange dauert eigentlich Selbstnutzung? Ein Jahr? Ein Tag? Was ist mit Umzügen? Gibt es Härtefälle? Ich will es nicht weiter ausbreiten, aber es gehört auf jeden Fall dazu, dass es gehört auf jeden Fall ein Stück Abgebrühtheit dazu, gestern Bürokratieabbau zu fordern und heute Bürokratiekosten vollkommen auszublenden. Es geht hier offensichtlich um Ideologie, um eine Idee, der Sie folgen. Blind. Wenn die FDP glaubwürdig sein will, bleiben will, dann gibt es 3 Punkte. Erstens, senken Sie die Grunderwerbsteuer da, wo Sie Verantwortung haben und wo Sie es versprochen haben. Zweitens, machen Sie weiter mit, wenn es um die Begrenzung der Share Deals geht, damit die großen Grunderwerbsteuer zahlen, mit dessen Einnahmen vielleicht wir die kleinen Leute dann entlasten können. Und drittens, tricksen Sie nicht rum. Wenn Sie Freibeträge in den Ländern einrichten wollen, dann finanzieren Sie diese auch und schieben nicht die Wohltaten in den Ländern zur Finanzierung an den Bund. Zum Schluss will ich sagen, es sind viele Punkte im Koalitionsvertrag drin, die sind angesprochen worden, aber eins sollen Sie auch wissen. Für uns sind Mieter nicht weniger wert als Eigentümer. Wertvoll ist für uns das Recht auf Wohnen. Wertvoll ist für uns das Recht auf Wohnen. Bedingung guter Lebensqualität. Ja, es gehört für uns zur Heimat dazu. Das sollte bei Ihnen auch so sein. Herzlichen Dank. Dann erteile ich jetzt das Wort dem Kollegen Jörg Sessan, Fraktion Die Linke, zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Preise von Wohnimmobilien sind in Deutschland in den letzten 5 Jahren durchschnittlich um 32% angestiegen. In den 7 größten Ballungsräumen sogar um 66%. Nur zum Vergleich, die Reallöhne stiegen im gleichen Zeitraum um 7%. Die Reaktion der FDP, zugegebenermaßen etwas zugespitzt. Wunderbar, der freie Markt funktioniert, aber die Grunderwerbssteuer von 3 bis 6,5% ist das zentrale Problem. Ganz offensichtlich, meine Damen und Herren, hier passt die Lösung nicht zum Problem. Menschen mit niedrigen Einkommen und ohne Ersparnisse werden durch steigende Wohnkosten am härtesten betroffen. Sie haben gar nicht erst die Chance, eine Wohnung zu kaufen. Diesen Menschen hilft ein Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer überhaupt nichts. Ich erspare mir jetzt die Polemik zu Herrn Lambsdorff. Rat an die alleinerziehende Mutter, wenn sie die Miete nicht bezahlen könne, solle sie eine Wohnung kaufen. Die Hälfte der Bevölkerung verfügt über gar kein oder nur wenig Vermögen. Wenn Sie es ernst meinen mit der Eigentümernation Deutschland, werden Sie eine Lösung finden müssen, wie diese Hälfte überhaupt Eigentum finanzieren soll. Falls Sie mal über höhere Löhne, Abschaffung des Niedriglohnsektors, einer Vermögenssteuer oder höhere Steuer auf hohe Einkommen reden wollen, wir sind gerne gesprächsbereit. Meine Damen und Herren, die hohen Preissteigerungen bei Immobilien gehen in großem Umfang auf institutionelle Investoren und Immobilienspekulanten zurück. Und diese sind dank des Steuerschlupflochs namens Share Deals
Die Rede war hier schon davon, in der Lage, die Grunderwerbsteuer komplett zu umgehen. Sie können komplette Stadtviertel aufkaufen, solange Sie nur jemanden finden, der 5% der zum Verkauf angebotenen Wohnungen übernimmt und Ihnen möglichst nicht in die Quere kommt, entfällt die Steuerpflicht vollständig. Eine vollständig absurde Regelung. Wir müssen diese Share-Deals endlich unterbinden. Die Grunderwerbsteuer für nicht selbstgenutztes Wohneigentum wollen wir erhöhen. Das hilft sogar den jungen Familien, die ein Eigentum kaufen wollen, denn dadurch könnte die Preistreiberei durch die großen Immobilienunternehmen zumindest gebremst werden. Meine Damen und Herren, wenn Mieten und Immobilienpreise in kurzer Zeit dramatisch ansteigen und gleichzeitig Hunderttausende Wohnungen fehlen, dann hat der Wohnungsmarkt offensichtlich versagt. Steuerliche Maßnahmen allein helfen hier nicht weiter. Vielmehr brauchen wir einen kompletten Neustart beim sozialen Wohnungsbau. Einen kompletten Neustart, und zwar dadurch, dass öffentliche und private Unternehmen ohne Gewinnorientierung und steuerlich begünstigt Wohnraum zu bezahlbaren Preisen schaffen. Die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum muss wieder eine Aufgabe der öffentlichen Hand werden. Sie muss Teil der Daseinsvorsorge sein. Sozialwohnungen sollen auf Dauer als geförderter Wohnraum zur Verfügung stehen. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung ist der Grundsatz, der gelten muss. Der Bestand muss beständig erweitert werden. Der öffentliche Grund und Boden ist dafür zu nutzen und darf nicht privatisiert werden. Das Beispiel der Stadt Wien zeigt, dass bei einer konsequenten Umsetzung die Verteuerung von Wohnraum und die Spekulation mit Grund und Boden zumindest in Schach gehalten werden können. Ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer hilft da leider nicht. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Lisa Paus. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die britische Tageszeitung The Guardian hat in der vergangenen Woche getitelt: Nirgendwo in der Welt, also in der gesamten Welt, steigen die Preise bei Immobilien so schnell wie hier in Berlin. Letztes Jahr alleine um 20% pro Jahr. Und es ist eben nicht nur in Berlin so, sondern Hamburg Platz 7. München Platz 8, Frankfurt Platz 10, international auf den Top-Plätzen, was die Immobilienspekulation angeht. Und deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass die Deutsche Bundesbank bereits im Februar diesen Jahres wiederholt warnte, dass Immobilien in deutschen Großstädten um 35% überbewertet sind. Eine veritable Spekulationsblase, die wir inzwischen hier in Deutschland bei Immobilien haben, meine Damen und Herren. Und in dieser Situation heizt die FDP diese Spekulation weiter an mit diesem Antrag, indem sie eben die Transaktionssteuer, die wir haben in Deutschland, auf den Handel mit Immobilien, die Grunderwerbsteuer, radikal aushöhlen. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Ihr Antrag führt eben leider nicht, ich würde es ja begrüßen, wenn es so wäre, aber es führt eben leider nicht zu vielen neuen Eigentümern, sondern Ihr Antrag führt nur zu noch stärker ansteigenden Preisen auf ohnehin überhitzten Märkten. Es geht immerhin um 28 Milliarden Euro in 5 Jahren, so die Bundesregierung. Wir bräuchten stattdessen das genaue Gegenteil, nämlich wir bräuchten eine Anti-Spekulationssteuer, eine, die erstens tatsächlich endlich das Steuerschlupfloch für Share-Deals schließt, also dafür sorgt, dass endlich auch und gerade beim Verkauf von großen Immobilienbeständen Grunderwerbsteuer überhaupt wieder gezahlt wird und nicht gezahlt wird, wie es jetzt der Fall ist. Und wir bräuchten zweitens tatsächlich eine Staffelung der Steuersätze, also niedrige Steuersätze für günstige Immobilien und höhere Steuersätze für teure Immobilien. So etwas gibt es übrigens bereits in Großbritannien. Und im Übrigen, ja, das stimmt, die Grunderwerbsteuer ist in einigen Bundesländern angestiegen. Das ist völlig richtig. Aber
Die Kaufnebenkosten sind heute immer noch deutlich geringer als beispielsweise vor 10 Jahren. Das kann Ihnen jeder Banker, jeder Finanzier vorrechnen, weil die Zinsen heute eben immer noch so viel niedriger sind als vor 10 Jahren. Der Grund, warum sich Menschen in den Ballungszentren Wohnungen nicht mehr leisten können, liegt tatsächlich allein darin, dass die Immobilienspekulation die Preise dermaßen aus dem Ruder hat laufen lassen, dermaßen durch die Decke hat schießen lassen, dass wir das zentral bekämpfen müssen. Dagegen müssen wir etwas tun. Dazu leistet Ihr Antrag keinen Beitrag. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass in dieser Woche das Verbändebündnis Wohneigentum, ein Zusammenschluss aus mehreren Bau- und Immobilienverbänden, eine Studie vorgelegt hat, die eindringlich davor warnt, dass wir nicht jetzt irgendwelche Maßnahmen brauchen zur Wohnungsförderung, sondern wir brauchen Maßnahmen, die zentral darauf achten, dass die Preise gedeckelt werden und sie nicht weiter angeheizt werden. Und deswegen brauchen wir neben der Antispekulationssteuer eine funktionierende Mietpreisbremse. Das ist wichtig für die bestehenden Wohnungen. Und wir brauchen die Förderung von neuen Wohnungen, ja, aber wir brauchen es eben speziell und ganz gezielt für bezahlbare neue Wohnungen, das heißt von preisgebundenen Wohnungen. Wir brauchen mehr soziale Wohnungen, wir brauchen mehr kommunale Wohnungen, wir brauchen mehr Genossenschaftswohnungen und wir brauchen eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Ja, auch wir wollen Steuerprivilegien, aber für diejenigen, eben auch eine konkrete Grunderwerbsteuerbefreiung, aber eben für diejenigen, die sich verpflichten, ihre Wohnungen dauerhaft preisgebunden zu nutzen. Und das sehen wir eben, wenn wir in anderen Ländern schauen, dann ist genau das das einzige wirksame Mittel gegen diese Immobilienpreissteigerungen. Und last but not least, es geht um 28 Milliarden Steuerausfälle in den Ländern und Kommunen in 5 Jahren. Ich sagte es bereits, noch weniger Geld für sozialen Wohnungsbau, noch weniger Spielraum für günstige Baulandüberlassung. Die FDP verteilt hier 100% Geld der Länder um. Das heißt, weniger Geld für frühkindliche Bildung, weniger Geld für Schule, für umweltfreundlichen ÖPNV. Und im Übrigen, das wurde schon ein bisschen angedeutet, Nordrhein-Westfalen ist übrigens das Land mit dem höchsten Grunderwerbsteuersatz. Das Land, in dem die FDP mitregiert. Also, warum denken Sie nicht endlich, warum senken Sie, haben seit über 2 Jahren Zeit dafür, das zu ändern, warum senken Sie nicht endlich die Grunderwerbsteuer, uns hier mit Ihren Anträgen zu belästigen? Wir werden diesen Antrag jedenfalls ablehnen, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Paus, herzlichen Dank. Als Nächste für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Olaf Gutting. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Bürger bei der Schaffung von angemessenem Wohneigentum unterstützen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das wollen auch wir. Und da bin ich auch gerne Ideologe, das will ich ja auch sagen. Wir haben ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer beim erstmaligen Erwerb von Wohnungseigentum zumindest prüfen wollen. Und es ist ja offensichtlich, dass ständig steigende Wohnnebenkosten, Erwerbsnebenkosten den Erwerb von Wohnungseigentum gerade für Familien immer schwieriger machen. Warum lehnen wir diesen Antrag heute trotzdem ab? Es ist zum einen die fehlende Finanzierung und es ist zum anderen das fehlende Gesamtkonzept. Sie wissen, die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer stehen allein den Ländern zu. Und wenn wir das hier machen würden, dann würden die Länder selbstverständlich fordern, dass der Bund die entstehenden Ausfälle übernimmt. Und das haben Sie auch selbst erkannt in Ihrem Antrag. Und Sie fordern ja auch, das Ganze zu berücksichtigen beim Bund-Länder-Finanzausgleich. Das aber wiederum setzt eine intensive Auseinandersetzung mit den Ländern voraus. Wir müssen uns mit den Ländern darüber unterhandeln und können hier keine Alleingänge machen. Und deswegen wäre es wichtig, so einen Antrag auch mit den Ländern vorher intensiv zu besprechen. Was aber noch viel ausschlaggebender ist, ein Freibetrag alleine hilft natürlich auch nicht viel weiter. Da macht Ihr Antrag von gestern zum Bürokratieabbau beim Wohnungsbau schon mehr Sinn. Was wir brauchen, ist ein Gesamtpaket, ein Gesamtkonzept, und das liegt heute hier nicht vor. Denn es sind ja viele Dinge, die neben der Grunderwerbsteuer den Erwerb von Wohnungseigentum sukzessive immer teurer machen. Ich will hier nur einige Beispiele nennen, die den Erwerb von Eigentum in den letzten Jahren immer teurer gemacht haben. Wenn wir natürlich vorgeben, richtigerweise vorgeben, dass wir keine Flächen versiegeln wollen und die Flächenversiegelung einschränken, dann bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, dass wir weniger Bauland zur Verfügung haben. Und weniger Bauland auf dem Markt bedeutet automatisch höhere Preise.
Die Baukosten selbst sind rasant gestiegen, auch wegen den niedrigen Kapitalmarktzinsen. Das ist richtig. Das hatte einen Einfluss auf die Steigerung bei den Baukosten. Aber vieles von dem ist eben auch von der Politik veranlasst. Und da brauchen wir ja keine Krokodilstränen zu vergießen, sondern wir sind selbst teilweise an den erhöhten Kosten beteiligt. Bestes Beispiel ist meinem Heimatland die grün-rote Landesregierung und das der letzten Legislaturperiode. Die erste Amtshandlung war natürlich die Anhebung der Grunderwerbsteuer um 40%. Danach hat man die Landesbauordnung geändert, wettergeschützte Luxusfahrrad-Unterstellplätze gezwungenermaßen eingeführt, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, wenn kein Vorgarten vorhanden ist. Das ist alles schön. Mir gefällt das auch. Aber es ist eben auch teuer. Und das muss man wissen. Ebenso wie die verschärften Regelungen bei der NF, die verschärften Vorgang bei der Energieeinsparverordnung, das führt natürlich zu erhöhten Baukosten. Und vielleicht sollten wir wirklich mal überlegen, ob es notwendig ist, dass wir unsere Häuser einpacken und dämmen bis zum Gehtnichtmehr, ohne im Übrigen darüber nachzudenken, dass wir bei einer immer kürzeren technischen Lebensdauer bei den Gebäuden vielleicht hier nachhaltig überhaupt keinen Fortschritt machen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wo kommt denn das Dämmmaterial her? Wie wird es produziert und wie wird es später wieder entsorgt? All das spielt in vielen Überlegungen überhaupt keine Rolle. Deswegen müssen wir hier auch nachhaltiger denken. Herr Präsident, Sie blinken mich an. Das ist der zarte Hinweis darauf, dass Sie zu Ende kommen sollen. Das heißt nicht, dass Sie sofort aufhören sollen. Sie haben jetzt noch zwei Sätze, Herr Kollege. Nicht zuletzt ist es der Mangel auch an Eigenkapital. Und deswegen haben wir ja vereinbart, dass wir Baukindergeld einführen wollen. Deswegen haben wir vereinbart, dass wir die Eigenkapitalbildung durch die Wohnungsbauprämie bei den Bausparkassen verbessern wollen. Und es macht einfach keinen Sinn, wenn wir auf der einen Seite immer wieder das Bauen verteuern und dann auf der anderen Seite wieder subventionieren. Das ist wirklich nicht klug. Wenn wir die Grunderwerbsteuer anpacken, es wurde schon gesagt, dann sollten wir auch darüber nachdenken, wie wir die Sache mit den Share Deals regeln. Am besten wäre es, die Grunderwerbsteuer massiv zu senken. Das führt nachgewiesenermaßen auch zu einem Rückgang der Share Deals und damit auch zu einer Steigerung der Einnahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Ende. Lassen Sie uns doch gemeinsam hier nach einer Lösung suchen. Hören wir auf mit dem Stückwerk tagtäglich eine neue Idee, sondern lassen Sie uns ein Gesamtpaket entwickeln, mit dem wir für eine nachhaltige Erhöhung der Eigentumsquote in unserem Land sorgen können. Vielen Dank. Herr Kollege Gutting, herzlichen Dank. Das haben Sie geschickt gemacht. Aus 10 Sekunden jetzt eine Minute. Das war wirklich beachtlich. Also das Blinken, Kolleginnen und Kollegen, bedeutet nur, dass Sie auf Ihre Zeit achten sollen und zum Schluss kommen sollen. Wenn es zu Ende ist, melde ich mich dann schon. Keine Sorge. Herzlichen Dank jeweils an Sie. Als nächstes erteile ich das Wort der fraktionslosen Abgeordneten Dr. Frauke Petri. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Reden wir davon, dass Bauen nicht teurer werden soll? Nein, meine Damen und Herren, wir sollten davon reden, wie Bauen endlich wieder billiger werden kann. Und ich freue mich zu hören, dass im Grunde Vertreter fast aller Fraktionen der Meinung sind, dass die Grunderwerbsteuer ein Teil der Lösung des Problems sein muss, beziehungsweise ihre Abschaffung. Wir wissen, dass die niedrigen Zinsen, auf die wir nicht dauerhaft hoffen können, zur Steigerung des Erwerbs von Wohneigentum geführt haben. Wir sind uns einig, es wird nicht von Dauer sein. Insofern ist der Antrag der FDP grundsätzlich eine gute Idee, aber er ist leider nicht zu Ende gedacht. Die Argumente dafür sind bereits vorgetragen. Es ist zu kompliziert. Sie können nämlich kein Angebot dafür machen, wie Ihr Vorschlag tatsächlich vernünftig und kosteneffizient verwaltet werden soll. Für den linken Teil des Hauses vielleicht ein Hinweis. Wir reden heute nicht über Mieter. Mieter sind selbstverständlich auch wichtig. Wenn wir uns einig sind, dass auch Mietern hilft, wenn privates Wohneigentum in Deutschland zunimmt, dann ist auch ihrer Klientel geholfen. Dann muss man Mieter und Eigentümer nicht permanent gegeneinander ausspielen.
Nun zur GroKo. Die Share-Deals, die Sie auch hier einhellig beklagen, ich frage mich, wer eigentlich in der Regierung ist. Denn Sie hätten es doch mit Ihrem Koalitionsvertrag in der Hand gehabt, die Share-Deals zu beenden. Also beklagen Sie sie nicht, beenden Sie sie und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, zu dem die Blaue Partei wohl mutiger ist als andere. Wir wollen die Grunderwerbssteuer in der Tat komplett abschaffen, liebe FDP. Das würde auch Ihr Verwaltungsproblem auf einen Schlag lösen. Und gehen wir noch einen Schritt weiter und auch dazu braucht es Mut, den ich bei der FDP leider vermisse, wie bei allen anderen auch. Packen wir dann gemeinsam bitte auch die Folgen einer regellosen Währungspolitik in der Europäischen Union an, die, wie wir wissen, verhindert, dass Bürger nachhaltig sparen und Eigentum aufbauen. In diesem Sinne lohnt eine weitere gemeinsame Arbeit an diesem Antrag, der zum Ziel haben muss, Steuern abzubauen und nicht Steuern weiter aufzubauen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Petri. Als nächstes für die SPD die Kollegin Jan Siel-Kiesel-Tiepe. Ich bin beeindruckt, Herr Präsident. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die FDP zieht in dieser Plenarwoche gleich mit zwei Anträgen in die Debatte und mischt die wohnungspolitische Debatte eigentlich auf. Und es könnte der Anschein erweckt werden, die FDP plane eine wohnungspolitische Wende für die Breite der Bevölkerung in Deutschland. Aber das ist ein Trugschluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland wird es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Allein in Berlin sind die Immobilienpreise um 20% gestiegen. Nur in einem Jahr, letztes Jahr, ganz zu schweigen von den Mietpreissteigerungen, die bei über 60% liegen. In keiner anderen Stadt weltweit war der Preisanstieg so groß wie in Berlin. Aber auch Hamburg, München und Frankfurt gehören zu den 10 Städten mit den am schnellsten steigenden Preisen. Und viele Unistädte gehören auch dazu. Und nicht umsonst sind über 20.000 Menschen letztes Wochenende auf die Straßen gegangen, um gegen den Mietenwahnsinn, gegen die soziale Verdrängung zu protestieren. Und das zu Recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was fällt der FDP ein? Die FDP hat nichts Besseres vor, als einen Freibetrag für die Grunderwerbsteuer zu fordern. Jeder weiß, der Erwerb einer eigenen Immobilie heutzutage mit oder ohne Freibetrag kommt nur für einen sehr kleinen Bevölkerungsteil in Frage, vielleicht im ländlichen Raum. Es geht jedoch vor allem um die Menschen in Ballungszentren. Und Deutschland ist traditionell eine Mieternation. Das ist bei Ihnen offenkundig nicht angekommen. Zur Aufklärung. In den Städten, in denen bezahlbarer Wohnraum besonders knapp ist, ist die Mieterquote besonders hoch. In Berlin wohnen 86% der Menschen zur Miete, in Frankfurt 80%, München 79%, Hamburg 76%. Und wir als SPD wollen deshalb eine wohnungs- und mieterpolitische Wende und haben dementsprechend auch im Koalitionsvertrag Maßnahmen für mehr bezahlbaren Wohnraum durchgesetzt. Wir wollen, dass in den kommenden Jahren 1,5 Millionen Wohnungen gebaut werden. Hierfür werden wir zweckgebunden den Ländern 2 Milliarden Euro in den kommenden 2 Jahren zur Verfügung stellen. Wir werden eine Enquete-Kommission für eine nachhaltige Bau- und Bodenpolitik einsetzen. Wir werden den Missbrauch bei der Grunderwerbsteuer durch Share-Deals effektiv und rechtssicher beenden. Das steht auch so im Koalitionsvertrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Länder brauchen das Geld. Ein Freibetrag für die Grunderwerbsteuer schafft ein neues Loch. Problematische Ausnahmen gibt es genug. Und deshalb wollen wir insbesondere bei den Share-Deals so schnell wie möglich auch zum Zuge kommen. Hierzu gibt es bereits eine Arbeitsgruppe der Länder. Und bis zur Sommerpause werden hier auch Vorschläge gemacht werden, damit die Grunderwerbsteuer nicht systematisch umgangen werden kann. Ein Beispiel, das Sony Center am Potsdamer Platz im letzten Herbst. Es wurde für 1,1 Milliarde Euro als Share-Deal verkauft. Dem Land Berlin sind dadurch 66 Millionen an Steuereinnahmen verloren gegangen. Und ich kann Ihnen sagen, wir brauchen dieses Geld, um mehr bezahlbaren Wohnraum und sozialen Wohnraum zu schaffen und können darauf nicht verzichten. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus den Reihen der Freien Demokraten? Ich glaube, gerne. Ja.
Ah, jetzt ist an, werte Frau Kollegin. Sie sprachen gerade die Gelder für den sozialen Wohnungsbau an. Das freut mich natürlich sehr und sagten auch gerade, da brauchen Sie noch mehr Geld, wollen da auch mehr Geld ausgeben. Stimmen Sie mit mir überein, dass gerade nach der Föderalismusreform und nach dem Ende der Zweckbindung der Gelder für den sozialen Wohnungsbau es augenscheinlich in sozialdemokratisch geführten oder wo das Finanzministerium sozialdemokratisch geführt ist, viele, viele Bundesländer gibt, die das Geld nicht mal ausschütten, sondern in ihrem Landeshaushalt das an anderen Stellen versickert. Ich stelle das in Mecklenburg-Vorpommern fest. Ich habe das in Berlin zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Gelder, die der Bund für den sozialen Wohnungsbau seit Jahren den Ländern überweist, gerade in Ländern, wo Sie Verantwortung tragen, leider dafür nicht eingesetzt werden. Ich teile Ihre Einschätzung teilweise. Der Bundeszuschuss für den Wohnungsbau läuft 2019 aus. Wir haben uns dafür eingesetzt, weil das im Rahmen des Länderfinanzausgleichs einfach nicht berücksichtigt wurde, dass das verlängert wird im Grundgesetz. Es wird eine Grundgesetzänderung dazu geben und es wird zweckgebunden den Ländern 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und das ist auch gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden also insbesondere, bevor wir sonst überhaupt irgendwas bei der Grunderwerbsteuer unternehmen, die Share Deals, den Missbrauch von Share Deals beenden. Und falls wir hierzu nicht zuerst handeln, droht, wie gesagt, die Grunderwerbsteuer mit einer weiteren Ausnahme zu einem Schweizer Käse zu werden. Das wollen wir nicht. Das ist ein Riesenproblem. Und das würde auch zu Einnahmeausfällen führen, die die Länder sich nicht leisten können. Es gibt eine Studie des IW Kölns, die aufzeigt, dass die Steuereinnahmen aus der Grunderwerbsteuer um die Hälfte, also um fast 6 Milliarden Euro pro Jahr, niedriger ausfallen würden. Und das geht nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist eine Mieternation. Deswegen brauchen wir Maßnahmen, die bezahlbaren Wohnraum schaffen und die Spekulation beenden. Dazu leistet leider der FDP-Antrag keinen Beitrag. Vielleicht ändert sich das in Zukunft. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt erteile ich dem Kollegen Sebastian Brehm für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie den Film Und täglich grüßt das Murmeltier? Da gibt es einen Hauptdarsteller, Bill Murray, der spielt darin einen egozentrischen Wetteransager, der in einer Zeitschleife festsitzt und immer wieder denselben Tag erlebt. Und in jeder Sitzungswoche, liebe Kolleginnen und Kollegen, bekommen wir nun einen Antrag der FDP, der suggerieren soll, dass diese FDP die einzige wirtschaftspolitische Kraft und der einzige wirtschaftspolitische Motor unseres Landes ist. Jede Sitzungswoche und passen Sie auf, jede Sitzungswoche nach demselben Strickmuster einen plakativen Vorschlag auf einen Teilaspekt ohne Finanzierung und ohne Differenzierung. Lieber lockerflockige, wie formulieren Sie, Service-Opposition anstatt harte, anstrengende, differenzierte Regierungsarbeit. Ich spare mir an dieser Zeit die Aussage an dieser Stelle, dass Sie die Chance auf Regierungsverantwortung ja gehabt hätten. Ich spare mir auch die Aussage, dass Sie sich der Verantwortung entzogen haben. Aber lassen Sie uns lieber auf die Inhalte kommen. Richtig und unstrittig ist, dass die Grunderwerbsteuer bei der Finanzierung des Familieneigenheims eine wesentliche Kostenbelastung darstellt. Viele Familien haben genug oder gerade mal genug Eigenkapital, um die Erwerbsnebenkosten, Notarkosten und Grunderwerbsteuer zu tragen. Darüber sind wir uns einig. Wir sind uns übrigens auch einig in dem Ziel, dass wir eine Eigentümernation Deutschland brauchen. Aber wir sollten uns auch einig darüber sein, dass wir vor allem unsere Bemühungen auf Familien mit Kindern richten sollten. Sie tragen die Verantwortung in unserer Gesellschaft. Kinder sind unsere Zukunft. Und diese Fokussierung erreichen Sie mit Ihrem Antrag nicht. Deswegen setzen wir den Fokus auf Familien mit Kindern, und der ist auch richtig und notwendig. Und mit Ihrem Antrag lassen Sie auch wesentliche Finanzierungsfragen, der Kollege Gutting hat schon gesagt, außer Acht. Es würden erhebliche Mehrbelastungen auf den Bund zukommen. Das Gesamtaufkommen beträgt derzeit 13 Milliarden Euro in 2017. Und mit dem Freibetrag wären es erhebliche Belastungen, weil der Bund natürlich zahlen müsste. Sie beschreiben mit Ihrer Freiwilligkeit, die sagen Sie, na ja, das soll halt einfach im Bund-Länder-Finanzausgleich geregelt werden, völlig undifferenziert, sodass es eben eine reine Belastung zum Bundeshaushalt ist und deswegen zu erheblichen Fehlentwicklungen kommt. Es würde damit auch übrigens zeitnah die Einführung wichtiger Eigentumsfördermaßnahmen verhindern.
Stichwort Baukindergeld verbunden mit Eigenkapitalförderung. Es würde es erschweren oder sogar gänzlich aufgrund der Belastungen verhindern. Und deswegen sollten wir, bevor wir an die Grunderwerbsteuer gehen, und wir sind uns natürlich in der Zielsetzung einig, aber bevor wir an die Grunderwerbsteuer gehen, muss zunächst ein Bündel von Maßnahmen abgearbeitet werden. Und es ist eben, und ob da ein Gutachten geschrieben wird oder nicht, es ist die wichtige und richtige Einführung des Baukindergelds und die Förderung von Eigenkapitalmaßnahmen in diesem Jahr. Es ist die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag für Familien im nächsten Jahr. Es ist natürlich eine notwendige Neuregelung im Grundsteuergesetz mit dem Ziel der Aufkommensneutralität. Und wir brauchen eine schnellere Verfügbarkeit von Grundstücken durch Beschleunigung des Baurechts. All diese Maßnahmen stehen im Koalitionsvertrag. Herr Kollege, und dann können wir eine Zwischenfrage aus den Reihen der FDP-Fraktion. Es wird auch Ihre Redezeit verlängern. Sehr gerne. Ich habe gerade, ja, aber jetzt ist ja der Herr Brehm am Werk hier. Ja, sehr geehrter Herr Brehm, Sie haben gerade zu Recht festgestellt, dass die Erwerbsnebenkosten ein großes Problem sind und Sie das gerne mit Ihrem Baukindergeld besser lösen wollen, weil es eine Kinderkomponente dabei hätte. Da frage ich mich, da die Erwerbsnebenkosten am Anfang ja fällig werden, nämlich wenn man sich das Objekt erwirbt und meist auch der Anteil des Eigenkapitals sind, wie Sie mit Ihrem Baukindergeld, das Sie ja über viele Jahre ausschütten wollen, dieses Problem ernsthaft lösen wollen. Denn das schaffen Sie ja nicht, indem Sie über Jahre verteilt ein Baukindergeld ausgeben, statt die Erwerbsnebenkosten da anzupacken und zu dem Zeitpunkt, wo sie entstehen, nämlich beim Kauf eines Objekts. Das schafft nur, indem man die Grunderwerbsteuer nämlich absenkt oder einen Freibetrag macht. Wie können Sie das erklären? Warten Sie ab, wenn der Vorschlag kommt über das Baukindergeld. Es wird Maßnahmen geben, wo man eben Eigenkapitalbildung durch das Baukindergeld begünstigt und wo man eben auch vorrangige Tilgung von eigenkapitalersetzenden Darlehen in diesem Moment macht. Und das ist, glaube ich, ein richtiger und wichtiger Vorschlag. Also lassen Sie uns gemeinsam, wenn der Vorschlag kommt, darüber diskutieren und dann auch natürlich gemeinsam abstimmen, damit wir diese Eigenkapitalentlastung bekommen. Im Ziel sind wir uns ja einig. Auch bei uns ist natürlich der Ansatz der Grunderwerbsteuer zu hoch. Und natürlich müssen wir hier eine Reform machen. Aber wir müssen doch erst die jungen Familien unterstützen und erst diejenigen abarbeiten oder diejenigen Maßnahmen abarbeiten, die unstrittig in der Koalition sind. Und dann gehen wir an die Grunderwerbsteuer, zumal Ihr Vorschlag ja überhaupt nicht finanziert ist. Und ohne Finanzierung greifen wir in den Bundeshaushalt ein und deswegen können wir die Maßnahme jetzt, so wie von Ihnen vorgeschlagen, auch nicht durchsetzen. Und ich glaube, wenn wir am Ende dieser ganzen Maßnahmen, die ich beschrieben habe, sind, dann werden wir mit den Ländern verhandeln und der Kollege Olaf Gutting hat es gesagt, wir müssen dann in Gespräche eintreten mit den Ländern, dass eben auch die Länder an der Grunderwerbsteuer Befreiung oder an den Entlastung der Grunderwerbsteuer beteiligt sind und nicht alles komplett zulasten des Bundes gehen. Diesen Schritt werden wir gemeinsam vornehmen und da lade ich Sie herzlich ein, dass wir auch gemeinsam darüber diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Damit schließe ich die Aussprache mit einem Hinweis an den Kollegen Michelbach. Es war zwar derselbe Fragesteller, aber ein anderer Redner. Und deshalb war das möglich, dass eine weitere Frage gestellt werden konnte. Schön, dass Sie das auch bemerkt haben. Damit schließe ich, wie gesagt, die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 1696 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte.